Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, einen wunderschönen guten Morgen wieder im sonnigen Dahlem. Das haben wir, glaube ich, wieder gut bestellt. Andererseits natürlich auch ein bisschen schade, dass wir hier drinnen sitzen. Ich möchte heute Morgen herzlich zum zweiten Tag des Summits begrüßen. Nach den Diskussionen gestern und wer gestern das Presseecho durchgegoogelt hat, nach Isabella suchte, bekam die wunderschöne Mitteilung: Borgward Comeback mit SOV, aber ohne Isabella. Wir müssen also doch noch ein wenig arbeiten, bis wir unsere Ziele auch in anderen Bereichen der Wissenschaften und der Technik durchsetzen können. Hoffen wir, dass die Diskussionen heute ähnlich lebhaft werden. Ich soll ganz am Anfang auf das Poster den Posterwettbewerb hinweisen. Es dürfen noch bis 11 Uhr, 10:30 Uhr Nominierungen, Vorschläge eingeworfen werden. Es dürfen nicht nur so, es müssen. Also bitte die Kaffeepause nutzen. Es geht gar nicht, es ist doch um 11 Uhr, sonst wir wollen ja auch niemanden hier vorher rausstürzen. Ja, bis 11 Uhr entweder vorne bei uns an der Registration oder im Posterraum. Herzlichen Dank. Dann beginne ich jetzt auch direkt schon Kurt Fendt vorzustellen. Der Sprecher des heutigen Morgens, Kurt Fendt, ist Principal Research Scientist und Direktor des Zentrums für Digital Humanities, dem Hyperstudio am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge in den USA. Seine Forschungsgebiete liegen im Bereich der Kultur- und Literaturwissenschaften. Sein besonderer Schwerpunkt ist die Theorie, Konzeption, Entwicklung und Anwendung von digitalen Medien in Forschung und Lehre in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Er hatte Gastprofessuren an verschiedenen Orten, in Köln, an der RWTH Aachen, in Klagenfurt und war Gastwissenschaftler am Fraunhofer-Institut in St. Augustin. Er hält regelmäßig Vorträge im In- und Ausland, er berät Projekte und Institutionen in verschiedenen Bereichen der Digital Humanities. Neben seiner Lehrtätigkeit in Comparative Media Studies und Writing und German Studies ist Kurt Fendt Autor zahlreicher Digital Humanities Bücher, Projekte und Projekte. Es sind Projekte wie Annotation Studio, ich denke, wir werden einiges davon auch gleich sehen, Comédie Française Registerprojekt, Artbot, ein Projekt zu den Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran und hier für die Berliner, von einigen sicher bekannt, Berliner Seen. Bevor Kurt Fendt im Oktober zum MIT wechselte, arbeitete er als wissenschaftlicher Assistent an der Universität Bern, wo er mit seiner Arbeit über Hypertext und Textwissenschaften promovierte. Sein Magisterstudium schloss er 1983 mit Arbeiten über Ästhetik und Didaktik an der Ludwig-Maximilian-Universität bei Harald Weinrich in München ab. Und seit 2005 ist er außerdem der Leiter des European Short Film Festivals am MIT. Wir sehen also ein sehr breites Spektrum. Und ich denke, das ist auch etwas, was sich in den Arbeiten am MIT sehr einleuchtend widerspiegelt, nämlich das Spannungsfeld zwischen Leuchtturmprojekten, die man realisieren muss, aber andererseits nachhaltige und manchmal auch einfach und häufig auch einfach zu benutzende Tools zu entwickeln, die übergreifend über Disziplinen benutzt werden können. Es geht dabei immer wieder um die Frage, wie der Bedarf einer breiten Nutzerschaft, die nicht nur auf eine einzelne kleine Disziplin beschränkt ist, abgedeckt werden kann. Und welche Anforderungen sich daraus an die Tools und auch an die Toolentwicklung ergeben. Zugleich jedoch auch anhand von Beispielen zu zeigen, dass es tatsächlich Mehrwerte gibt durch die Anwendung von Tools und Methoden der Digital Humanities. Zugleich zeigt die Struktur der Hyperstudios für mich eine Strategie auf, die viele von uns hier auch kennen, nämlich, dass die Arbeit an den Digital Humanities oder seit gestern an der Isabella sich zugleich mit Fragestellungen der Geisteswissenschaften als auch mit Fragen der Informatik und Medienwissenschaften beschäftigen müssen. Das kam gestern, denke ich, auch nochmal sehr schön bei den Beiträgen der ersten Podiumsdiskussion hinaus, dass wir uns eben nicht nur konzentrieren dürfen auf die Frage, was machen wir mit den Geisteswissenschaften, sondern tatsächlich beide Felder ernst nehmen müssen mit ihren Forschungsfragen. IT, Digital Humanities, ist damit grundsätzlich kollaborativ und das werden wir gleich in dem Vortrag sehen und sie muss sich auf Lehre und Forschung beziehen und damit gebe ich jetzt auch das Wort schon an Kurt und hoffe auf einen interessanten Vortrag und eine lebhafte Diskussion.
Gut, vielen herzlichen Dank, Dirk. Guten Morgen. Wie Dirk gesagt hat, einen wunderschönen Morgen. Es ist immer toll, in Berlin zu sein, aber dann auch dem vielen Schnee zu entkommen, der in Boston herrscht. Im Moment liegt ungefähr noch 60 Zentimeter. Also, und wenn man hier die ersten Krokusse sieht, dann ist das auch nicht schlecht. Es ist interessant, am zweiten Tag eine Keynote zu halten. Das hat einen Vorteil und auch einen Nachteil. Der Vorteil ist es, man kann sich auf sehr vieles beziehen, was am Tag zuvor gesagt wurde. Das werde ich versuchen auch zu machen. Der Nachteil ist, dass man dann am Abend zuvor noch mal schnell seine Präsentation umschreiben muss. Manche nicken, Sie kennen das. Also es ist jetzt eine Mischung aus dem ursprünglich geplanten und Versuch einer Referenz auch auf die Themen, die gestern angesprochen wurden. Ja, wir werden über Isabella sprechen. Eines meiner Affiliation an MIT ist Global Studies on Languages, GSL, und das habe ich sofort umgetauft in Giselle. Ja, also Sie sehen, die Frauennamen Isabella, Giselle spielen in Digital Humanities auch eine große Rolle. Mein Vortrag wird mit Sicherheit nicht so provokativ sein wie gestern Abend, aber es gibt bestimmt einige Referenzen auch darauf. Sie können also sich ruhig zurücklehnen, müssen nicht vorne am Sitz sitzen und... Ich werde natürlich notwendigerweise aus einer amerikanischen Perspektive sprechen, und das ist nur eine dieser vielen Perspektiven, die in den USA vorherrschen. Man kann das Ganze auch ganz anders sehen, aber eben wie Dirk gesagt hat, wir haben eine sehr lange Erfahrung an MIT im Bereich Einsatz von Medien in der Forschung und Lehre. Natürlich vom Media Lab angefangen, aber sehr früh haben eigentlich die Geisteswissenschaften eine wesentliche Rolle gespielt, um auch diesen Bereich zu formen und wirklich die ersten richtungsweisenden Projekte Mitte der 90er Jahre schon zu entwickeln, natürlich lange bevor überhaupt der Begriff Digital Humanities überhaupt en vogue wurde. Ganz kurz zu meiner Struktur. Ich werde zuerst kurz eingehen darauf, wie Digital Humanities eigentlich in der öffentlichen Diskussion ist in den USA. Das sieht man sehr eindeutig und sehr schön an verschiedenen Zeitungsartikeln, nicht Fachzeitschriftsartikeln. Wir kommen dann nochmal ganz kurz, obwohl wir gestern schon lange über und öfters über die Definition gesprochen haben, können wir jetzt von einem Big Tent sprechen. Das ist immer ein Begriff, der vor allen Dingen in der letzten Zeit häufiger gebraucht wird für Digital Humanities. Was ich aber vor allen Dingen machen will, ist zu zeigen, wie Digital Humanities jetzt in einem Spannungsfeld steht: Digital Humanities, Open Humanities und Public Humanities. Und ich glaube, wir können das nicht mehr nur so als die traditionellen Digital Humanities sehen, sondern wir stehen jetzt in einem ganz anderen Spannungsfeld. Und das hat natürlich dann Konsequenzen auch, wie wir Projekte entwickeln, wie wir forschen, wie wir lehren und wie auch die ganze Kooperation mit anderen Partnern ausfällt. Wie Dirk gesagt hat, ich werde einige Beispiele zeigen, nicht nur von uns, aber unsere eigenen Projekte kann ich im Einzelnen etwas ausführlicher zeigen. Das eine ist das Comédie Française Register-Projekt, was ein internationales Projekt ist, eben mit der Comédie Française in Paris und einigen französischen Universitäten, kanadischen und amerikanischen. Annotation Studio ist unser Projekt, was vorrangig für die Lehre entwickelt wurde, was aber jetzt interessante Weiterungen erfährt. Es geht natürlich um Digital Annotation, Multimedia Annotation. Und ein neues Projekt, was wir gerade abgeschlossen haben und was jetzt in eine kommerzielle Firma überführt wird, das ist ArtBot, das ist ein Art Discovery Projekt, und das haben hauptsächlich zwei meiner Graduate-Studenten entwickelt, und auch da sieht man eigentlich, wie Forschung und Lehre eigentlich sehr interessant ineinander greifen. Und ich will dann enden mit einer Frage, nämlich: Gibt es eine neue Relevanz für die Geisteswissenschaften durch Digital Humanities? Und das sieht man vielleicht einige Anzeichen dafür, aber das können wir dann auch am Ende diskutieren. Ich habe hier, wenn Sie sehen, ganz gestern noch mal kurz ein Search gemacht für Digital Humanities auf der New York Times.
Und es gibt sehr viele, es stimmt nicht ganz, diese 327 Resultate. Wenn man das natürlich in Anführungszeichen setzt, gibt es ungefähr knappe 60 Resultate, wo nur über Digital Humanities in den letzten 2-3 Jahren geschrieben wurde. Also Sie sehen, dass auf der einen Seite in der öffentlichen Diskussion Digital Humanities in normalen überregionalen Zeitungen eine Rolle spielt. Es wird diskutiert, es wird berichtet über neue Tools, es wird berichtet über Finanzierungsmöglichkeiten, es wird berichtet, wie sich die Forschung und Lehre verändert. Also man versucht wirklich und es gibt eine Diskussion darüber, wie Digital Humanities einen Einfluss hat, nicht nur auf die engere Wissenschaft in den Geisteswissenschaften, sondern welcher Bezug auch für die anderen Lebensbereiche unter Umständen da sein könnten. Sie sehen zum Beispiel immer die große Frage, was passiert mit den Humanities? Gibt es da Schwierigkeiten? Sie sehen hier Jeremy Dean von Rap Genius, jetzt nur mehr Genius, eine sehr interessante Public Annotation Plattform, die mittlerweile ein paar Millionen an Investmentkapital bekommen hat und versucht jetzt Projekte zu entwickeln und Annotations, dass alles annotiert werden kann. Sehr interessantes, aber auch zum Teil problematisches Projekt. Es gibt natürlich auch, und es gibt sehr interessante Debatten, hier zum Beispiel Stanley Fish, das ist 2012, also vor guten drei Jahren, stoßt er eine Diskussion an. Stanley Fish ist ein Public Intellectual, Literaturtheoretiker und Jurist, der sich sehr stark auch in die ganze Diskussion um die Postmoderne eingeschaltet hat. Und er versucht auch aus seiner Sicht diese Digital Humanities, diese Entwicklung einzuschätzen. Und Sie sehen schon an der Zahl der Kommentare, 125 Kommentare, und es sind zum Teil sehr ausführliche Kommentare, welche Relevanz so eine Diskussion hat. Ja, ganz neuer Artikel, der jetzt im Februar, Mitte Februar erschienen ist One Republic of Learning von jemand, der eigentlich nicht in den Geisteswissenschaften ist, sondern Evolutionsbiologe ist und der sich sehr kritisch gegenüber über die Geisteswissenschaften auslässt, Digital Humanities, und leicht polemisch, weil er natürlich auch sieht, aber es stimmt natürlich auch, Digital Humanities has captured the imaginations of funders and university administrators. Was natürlich interessant ist, dass tatsächlich es gibt von privaten Stiftungen mehr Möglichkeiten jetzt, zum Beispiel Mellon Foundation gibt immer mehr Grants jetzt für geisteswissenschaftliche Forschung, aber es entstehen auch Digital Humanities Institute an sehr vielen Universitäten, an kleineren, die auch versuchen, dann natürlich entsprechend Prominenz zu erhalten. Und es entstehen natürlich auch sehr viele Stellen. In der Modern Language Association, was so professionelle Institution ist, die mit dem jährlichen Konferenz und auch die ganzen Joblistings gehen über MLA, sieht man, dass eigentlich die meisten der neuen Stellen alle irgendwie Digital Humanities in den Anforderungen haben. Das bedeutet nicht unbedingt, dass alle Leute ganz genau wissen, welches Profil sie suchen, aber man weiß, es ist ein neuer Weg, den man auch einschlagen muss und wo man versuchen will, nicht abgehängt zu werden. Das Argument, was auch in diesem Artikel gemacht wird, ist Transformation of Humanities into Science. Ja, also auch kann man darüber diskutieren, inwieweit dieses stimmt, aber es geht vor allen Dingen darum, dadurch durch den Bezug auf das Numerische kann man eben jetzt ganz anders argumentieren. Wir haben gestern gehört, es geht auch darum, dass wir verschiedene Patterns, verschiedene Muster in Daten finden und so weiter. Auch ein sehr kontrovers diskutierter Artikel in The New Republic, auch sehr, würde ich polemisch, aber auch natürlich auch nicht sehr positiv gegenüber den Digital Humanities. Technology is taking over English departments.
Ja, also Sie sehen, auf der einen Seite gibt es da Widerstand, öffentlichen Widerstand, um die traditionellen Geisteswissenschaften zu retten. Auf der anderen Seite natürlich gleichzeitig auch die Erkenntnis, dass das ein neuer Weg ist, den wir nicht nur durch positivistisches Annehmen der neuen Möglichkeiten eruieren müssen, sondern auch sehr kritisch hinterfragen sollten. Also, um jetzt nochmal auf die Definition zurückzukommen, ich komme gleich auf das Big Tent. Das ist eine ältere Definition, die eigentlich zum Teil, ja, sie stimmt nicht mehr ganz, aber natürlich doch irgendwie darstellt, worum es geht. Ja? Also, it's a new field of research, teaching and invention. Und wir wissen alle, it's at the intersection of computing and the disciplines of the humanities. Es ist auf der einen Seite fokussiert es auf Methoden, aber es ist natürlich auch interdisziplinär. Ja? Das haben wir gestern alles gehört. Ist auf der einen Seite Investigation, Analysis, Synthesis and Presentation, also es sind die ganzen Bereiche, ja, auch der Darstellung, der Vermittlung von Wissen, aber es ist natürlich auch dadurch, es wird, wie wir auch gesehen haben und auch sehr schön gestern an den verschiedenen Posters gesehen haben, es beeinflusst sehr viele Disziplinen in den Geisteswissenschaften, aber auf der anderen Seite können wir auch immer sehen, dass die Anforderungen, die wir in den Geisteswissenschaften haben, auch eben Veränderungen zum Teil wie in den Computerwissenschaften damit umgegangen wird oder wie auch andere Bereiche dann die Fragestellungen aus den Geisteswissenschaften aufgreifen. Ich habe noch zwei Zitate hier. Eines ist von Mark Sample: The digital humanities should not be about the digital at all, it's about innovation and disruption. The digital humanities is really an insurgent humanities. Und Sie sehen auf der einen Seite, ja, vielleicht im Anschluss an das Gespräch gestern Abend, es geht natürlich auch darum, dass es disruptive ist. Es unterbricht, wie wir bisher Humanities gemacht haben. Und es soll versuchen, eben auch ein bisschen subversiv zu arbeiten und dadurch die traditionellen Muster und Strukturen aufzumischen. Es ist im Jahr 2009, einige kennen das vielleicht, das Digital Humanities Manifesto entstanden von Jeffrey Schnapp, Todd Pressner und verschiedenen anderen Leuten. Und das hat eigentlich eine Diskussion auch angestoßen, und ich lese das jetzt nicht im Einzelnen, aber es geht eben darum, dass es Convergent Practices sind in den Humanities, wo auch eben Print und die Examinierung von Print Materialien nicht mehr unbedingt das Vorherrschende ist. Das hat sich dann in ein Buch kondensiert, relativ schmales Bändchen, aber nichtsdestotrotz ein sehr interessantes. Man kann dazu stehen, wie man will, aber es breitet eigentlich so die Bandbreite, wie Digital Humanities jetzt steht oder wie man es sehen kann und welche Provokationen es in diesem Bereich gibt. Und ich will nur ein paar Sachen herausgreifen. Eben, es gibt eine stärkere Überschneidung auch, die Interdisziplinarität, von der wir schon gehört haben. Aber was auch, glaube ich, ganz wichtig ist, eine Ausdehnung des Zielpublikums. Ja. Wir können dadurch andere Zielgruppen erreichen. Und das Projekt als zentrale Einheit, was kombiniert ist mit einem sehr starken Design Thinking, spielt eigentlich eine sehr zentrale Rolle. Das kennen wir alle, wir haben das sehr schön an den Projekten, an den Posterprojekten gesehen. Das Projekt ist die zentrale Entity, mit der wir eigentlich sehr viele Fragestellungen in Kooperation mit anderen Partnern eruieren können. Und man kann eigentlich, glaube ich, ganz beruhigt sagen, dass Digital Humanities Projekte kollaborativ sein müssen. Man kann sie eigentlich gar nicht mehr alleine durchführen im stillen Kämmerlein, oder man kommt eben nicht sehr weit dadurch, weil verschiedene Disziplinen und so weiter gefragt sind. Noch als letztes, Sie kennen vielleicht Johanna Drucker und ihr Buch Speculative Computing, die auch versucht hat und eigentlich den Begriff Digital Humanities nicht so gern angenommen hat. Sie ist eben dann auf Speculative Computing gekommen. Und
versucht eben diese Problematik zwischen auf der einen Seite formaler Logik, die durch Digital Tools, die für andere Bereiche entwickelt wurden, herrühren und wie das zusammenhängt mit den subjektiven Interpretationsmethoden in den Geisteswissenschaften. Und sie macht ein ganz eindeutiges Plädoyer dafür, dass wir Humanities Tools in Digital Environments brauchen und nicht Digital Tools in Humanities Environments. Ja, also sie macht dann ganz bewusst einen Wechsel, eine Schwerpunktverschiebung. Und sie sagt eben auch, die spekulativen Ansätze müssen Auswirkungen haben, wie wir Tools, wie wir zum Beispiel Timelines und so weiter entwickeln, die andere Möglichkeiten als nur eine sehr, sehr genau und regelmäßige Datenstruktur reflektieren. Was gibt es für andere Möglichkeiten? Ja, und sie ist auch sehr kritisch darüber, wie wir mit Daten umgehen, dass wir nicht einfach Daten, so wie sie bekommen, also als Capture, sondern wie wir sie auch uns nehmen müssen, das heißt genau interpretieren, welche Daten, auf welche Daten basieren unsere Visualisierungen, Repräsentationen und wie wir damit sehr viel kritischer umgehen sollten. Also, Digital Humanities, wie ich gesagt habe, ich sehe das im Wandel. Ja, auf der einen Seite The Big Tent, wo man eigentlich nicht mehr ganz genau definieren kann, haben wir auch schon öfters jetzt gehört, eben in diesem Spannungsfeld Open Humanities, Open Access, Open Data, Open Source. Alles diese haben Einflüsse, wie wir kooperieren, wie wir unsere Projekte entwickeln sollten. Und zum Beispiel, ich kann das kurz sagen, Open Source ist zum Beispiel eine Anforderung, die der National Endowment for the Humanities, eine der wesentlichen Finanzierungsagenturen für die Geisteswissenschaften in den USA, eine der Voraussetzungen, dass man überhaupt einen Antrag stellen kann, ist, dass alle Entwicklungen Open Source sind. Sie müssen alle zur Verfügung stehen. Ja, das ist leichter gesagt als getan, weil Open Source bedeutet ja nicht, dass man einfach irgendwas nur reinstellen kann ins Netz, sondern man muss Communities drumherum bauen und so weiter. Und ich werde danach kurz darüber sprechen, wie wir das im Hyperstudio gelöst haben. Und natürlich Open Data, es gibt auch die Anforderung, dass die Daten offen sein sollten, bestimmte Data Management Prinzipien müssen eingehalten werden und so weiter. Aber Public Humanities, wir sehen immer mehr, dass Projekte, die eigentlich in einem sehr engeren Bereich für die Geisteswissenschaften in einzelnen Disziplinen entwickelt wurden, eigentlich immer stärker ausgreifen jetzt in den öffentlichen Bereich. Wir haben einige Projekte bei uns, die plötzlich ungeahnte Weiterungen erfahren. Ich werde danach kurz darüber erzählen. Aber es gibt natürlich auch genügend Beispiele hier und ich werde kurz darauf zurückkommen. In diesem Spannungsfeld würde ich sagen, das sind so diese Vektoren, die alle eben Einflüsse haben, wie wir forschen, wie wir entwickeln, wie wir lehren. Aber auch, wie wir über Nachhaltigkeit nachdenken, wie wir finanzieren, ich habe gerade eben NEH erwähnt, ja, aber auch das hat Einflüsse auf, wie wir unsere Forschungsgruppen strukturieren, wie die Mitarbeiter ausgewählt werden, welche Skills erwarten wir und aber auch, wie können wir die Mitarbeiter weiterbilden und dass sie in diesem Bereich erfolgreich auch, wir denken immer dran an MIT, wir müssen sie ausbilden eigentlich für die nächste Stelle, die sie haben. Das ist bei den Graduate-Studenten so, aber auch bei sehr vielen Mitarbeitern. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und natürlich auch hat es einen großen Einfluss auf Publikation. Ich habe separat auch Kommunikation und Verbreitung, weil Kommunikation über verschiedene Kanäle, wie teilen wir diese Ergebnisse mit und wie können wir das sehr viel breiter streuen und das greift wieder zurück auf die neuen Zielgruppen. Wie können wir andere Zielgruppen erreichen, indem wir andere Möglichkeiten der Wissensverbreitung annehmen. Ganz kurz ein paar Beispiele, zum Teil von MIT, jetzt nicht von Hyperstudio, von einem Kollegen Michael Cuthbert in Music and Theater Arts. Er arbeitet schon seit Längerem am Music 21. Es geht vor allen Dingen darum, wie man über digitale Methoden vor allen Dingen auch historische Noten
zum Beispiel aus der Renaissance und später rekonstruieren kann, weil da sind sehr viele Teile, die fehlen. Und es ist jetzt, glaube ich, Ende des Monats gibt es eines der ersten Konzerte an MIT mit den Cantata Singers, die eben aufgrund Musik, das, ihr Konzert geben, das mit Hilfe von Music 21 rekonstruiert wurde. Ja, also es sind Musikstücke, die vorher nie aufgeführt wurden, weil sie unvollständig waren. Und mit Hilfe dieser Software hat man über Vergleiche und Analogien hat man dann feststellen können, wie man so etwas rekonstruieren könnte. Es wäre ohne diese Methoden gar nicht möglich gewesen. Aber man sieht, wie das sofort in ein Konzert überführt, was öffentlich zugänglich ist und auch gratis ist. Sie kennen die Digital Public Library of America. Es basiert interessanterweise sehr stark auf Europeaner, also ist auf jeden Fall durch Europeaner inspiriert worden. Und man sieht da natürlich auch, wie man jetzt, es war ursprünglich als Gegenbewegung zu Google Books und der ganzen Digitalisierungskampagne geplant, aber jetzt versucht man eben ganz andere Archive und Bibliotheken zu erschließen und gleichzeitig zu kuratieren und die Daten auch anders für eine breitere Öffentlichkeit aufzuarbeiten. Sie kennen vielleicht Europeana Creative, was auch ein sehr interessantes Projekt ist, wo es eben gerade um die Idee, auf den direkten Datenzugriff zu geben, dass man eben etwas ganz anderes, was in unseren Vorstellungskräften die ursprünglichen Projekte entwickelt haben, vielleicht nicht unbedingt im Bereich war, ja, wo Leute, Forscher, Visualisierer ganz neue Ansätze erreichen können. Und ich komme danach noch mal kurz darauf zurück. New York Public Library hat dann ein eigenes Library Lab, die sehr viele Projekte machen, die vor allen Dingen versuchen, durch verschiedene Tools ihre eigenen Archivbestände aufzuschlüsseln für ein breiteres Publikum. Und das ist auch eben sehr interessant, aber es ist nicht nur aufgrund des Zugangs, sondern es ist auch aufgrund der Mitarbeit einer sehr viel größeren und breiteren Publikumsschicht. Zum Beispiel gibt es hier dieses Mapping-Tool, das nennt sich dann MapWrapper. Und da kann man historische Karten über ein sehr einfaches Tool auf Google Maps abbilden, entsprechend die Koordinaten korrigieren, und sie versuchen so eben die zahlreichen digitalen Karten, die digitalisierten Karten, historischen Karten von New York, eben auf Google Maps abzubilden und so eine sehr viel größere Relevanz auch der eigenen Bestände zu erreichen. Sie kennen vielleicht auch Tate Art Maps, und das ist ein Projekt, über das ich von Barbara Fischer gehört habe letztes Jahr in dem in der Wikimedia-Konferenz letzten November im Hamburger Bahnhof, was ein sehr interessantes Projekt ist. Ganz ähnlich wie eben Tate Gallery hat sehr viele Bestände, die überhaupt nicht erschlossen sind, nur mit ganz rudimentären Metadaten und eben auch die Einladung, Crowdsourcing, der Versuch, das Publikum damit einzubeziehen, bestimmte Dinge zu identifizieren, zu beschreiben, also die Metadaten anzureichen und so weiter. Ich habe hier natürlich ein Beispiel aus München ausgewählt, was ich sofort dann auch beigetragen habe, weil es ist ein Berg, nämlich die Zugspitze abgebildet, die da überhaupt nicht erwähnt wurde. Andere natürlich Digital Curation Projekte. Ja, es wird sehr viel wichtiger, über diese ganzen Verfügbarkeit von immer mehr Materialien auch zu kuratieren. Und das sind natürlich auch Fertigkeiten, die man bei den Studierenden und in der Ausbildung auch vermitteln muss. Wie kuratiere ich, wie bringe ich Materialien zusammen? Aber auch da natürlich ein kooperativer Ansatz. In diesem Global Shakespeare Projekt sind sehr viele Shakespeare-Wissenschaftler aus der ganzen Welt vereint, um Produktionen in verschiedenen Kulturen und Sprachen auf einer gemeinsamen Basis hin zu analysieren, mit Metadaten zu versehen und so weiter. Und natürlich kennen Sie die Hackathons, eine sehr interessante Möglichkeit. Das ist jetzt der Coding Da Vinci, der bald kommt, und es gibt das natürlich in allen möglichen anderen Bereichen auch. Vielleicht ganz kurz, wir haben auch gesehen, es gibt
neue Publikationsformate, zum Beispiel das Vectors Journal. Da entsteht im Moment sehr viel. Vor kurzem gab es einen Artikel über Publizieren über GitHub, auch eben eine sehr interessante Möglichkeit, weil man dadurch die Versionierung und Versioning sehr gut in den Griff bekommen kann. Aber es geht natürlich auch darum, das ist jetzt noch weniger angesprochen worden, wie werden eigentlich diese Leistungen in Digital Humanities, die wir erbringen, wie werden die zum Beispiel, wie zählen die für den weiteren wissenschaftlichen Fortgang? Gibt es da eindeutige Kriterien dafür oder wie müssen die entwickelt werden? Die MLA, die schon vorhin erwähnt wurde, hat da einige Richtlinien entwickelt. Es tut sich langsam was, ja, aber glaube ich noch nicht in der Geschwindigkeit, wie sich Digital Humanities entwickelt. Also da hinkt dieses System noch um einiges hinterher. Wir haben gestern, und das ist natürlich eine Konferenz, die auch von einer Infrastruktur entwickelt wurde, das ist für Sie alter Kaffee, und es ist natürlich interessant, dass sich eigentlich diese Infrastrukturen in den USA nicht so richtig entwickelt haben, ja, in einem größeren Maß. Es gab verschiedene Ansätze, vielleicht kennen einige das Project Bamboo, was in dieser Hinsicht versucht hat, einiges zu machen. Es ist nicht ganz gelungen, wie die ursprüngliche Intendierung war. Aber man muss natürlich versuchen, wie kann man sowas zusammenfassen. Und da ist natürlich Daria.eu und Daria.de sind natürlich eigentlich dann sehr gute Beispiele dafür. Da muss man dann eben auf die europäischen Beispiele ausgreifen, um da wirklich etwas zu sehen. Ich habe vorhin NIH erwähnt, Digital Humanities Finanzierung, ja, wird immer wichtiger, und was sehr schön ist an diesem Office for Digital Humanities bei NIH, ist eine relativ kleine Gruppe, geleitet von Brad Bobley. Sie sind eigentlich sehr nah dran an dem, was in Digital Humanities passiert, und richten so ihre Finanzierungsmöglichkeiten und die Finanzierungsprogramme sehr schnell eigentlich auf die neuen Gegebenheiten ein. Ja, wir haben zum Beispiel für unser Projekt Annotation Studio haben wir bislang 2 Grants von NIH bekommen, und da stellt sich dann plötzlich die Frage, was macht man, wenn ein Projekt über 2 Grants immer erfolgreicher wird, ja, und plötzlich hat man eine ganz große Gruppe, die sich verlässt auf diese Tools, die man entwickelt hat, und plötzlich geht das Geld aus, die von dieser Finanzierung kommt, ja, und NIH hat sich überlegt, ja, sie brauchen eine Anschlussfinanzierung, aber wie muss die gestaltet sein? Ja? Also ist eine ständige Auseinandersetzung, eben wie sind die Entwicklungen, was passiert im Gebiet, aber wie können auch staatliche Finanzierungsorganisationen darauf reagieren? Also eine sehr, sehr interessante und auch eine sehr dynamische Gruppe an NIH. Nur vielleicht ganz kurz, in den USA institutioneller Kontext, es wird hier nicht sehr viel anders sein. Ja? Es gibt auf der einen Seite innerhalb von universitären Instituten, auf der einen Seite Teil von akademischen Einheiten. An vielen Orten ist es Teil der universitären Struktur oder natürlich der IT-Infrastructure. Es gibt daneben auch verschiedene Forschungseinrichtungen, aber es verstärkt auch eben an Museen und anderen Kultureinrichtungen, den GLAM-Institutionen, wo versucht wird, auch neue Labors einzurichten, wie man eine größere und breitere Masse an Leuten eben wieder zurückbringen kann in die Institution, dass nicht nur die digitalisierten Materialien nach außen gehen, sondern wie kann man sie zurückbringen in verschiedene Maker-Labs und so weiter. Und es gibt da jedes dieser Strukturierungen und Anbindungen hat natürlich unterschiedliche Vor- und Nachteile, ja, also Nähe oder Distanz zur akademischen Lehre und Forschung. Ja, für mich und auch für das Hyperstudio ist es sehr wichtig, die unmittelbare Nähe zu den Lehrenden zu haben, zu den Studierenden und was eben in der Forschung passiert. Und dann natürlich die Kooperation über verschiedene Technologien, Tools, Best Practices und so weiter. Und natürlich dann auch, wie kann man diese Projekte in andere Projekte integrieren, weil wir können nicht mehr so tun, als ob wir One-Off-Projekte entwickeln, die dann
nach dem Ablauf der Finanzierung oder des Projektes dann in der Schublade verschwinden. Wir müssen uns überlegen, wie wir diese Ressourcen so einsetzen können, dass sie weiterverwendet werden können, dass sie integriert werden können, dass sie eine sehr viel breitere Streuung haben als nur über Einzelprojekte, die alle sehr interessant sind. Ja, ob sie jetzt erfolgreich sind oder nicht, das sind auf jeden Fall interessant, aber wie kann man sie stärker einbinden? Okay, ein kurzer Wechsel jetzt zu HyperStudio. Ich will ganz kurz vorstellen, wie HyperStudio aufgebaut ist. Sie sehen schon an dem Website die verschiedenen Bereiche, in denen wir involviert sind. Es gab vor kurzem im Januar einen größeren Workshop, Insights into Digital Annotation. Das war auch ein sehr, sehr interessanter Workshop und Greg Crane, der hinten auf der Empore sitzt, war auch dabei. Es ist gut, dass wir uns immer hier und auf der anderen Seite sehen. Was sehr wichtig ist für HyperStudio ist, dass wir die Vernetzung und die sehr enge Verbindung von Education, Research und Digital Technologies sehen. Ja, auf der einen Seite in den Bereichen, in der wir involviert sind, aber auch in den Bereichen, für die wir entwickeln. Wir entwickeln also auch Projekte eben, die nur für die Forschung ausschließlich gedacht sind, obwohl sie dann sehr weit oft ausgreifen, die vornehmlich für den Bildungsbereich gedacht sind. Und wir entwickeln natürlich unsere eigenen Technologien, aber wir verwenden natürlich auch andere Technologien. Wir sind Teil von Comparative Media Studies in Writing. Das sind zwei Departments, die vor kurzem zusammengekommen sind. Und wir sind eine von insgesamt 9, glaube ich, im Moment Forschungsgruppen. Und Comparative Media Studies wurde, ich glaube, so um ziemlich genau 2000 gegründet von Henry Jenkins, der jetzt an USC ist, und er hat damals den Begriff geprägt Applied Humanities, also wie stellen sich das, was wir eigentlich in den Geisteswissenschaften machen, wie kann sich das in der Anwendung darstellen und auch natürlich, dass wir ständig diesen Anwendungsaspekt mit in die Forschung mit einbeziehen, dass die Forschung auch darauf basiert ist. Und das geht natürlich sehr gut zusammen mit dem MIT-Motto Mens et Manus. Ja, und das ist eine ganz wichtige Sache, weil die Studenten, Undergraduate-Studenten von Anfang an eigentlich von ihrem ersten Jahr an in Forschungsprojekte integriert sind. Es gibt ein Programm, das heißt Undergraduate Research Opportunity Europe. Und das ist ein sehr erfolgreiches Programm, was inzwischen, glaube ich, auch von der RWTH Aachen übernommen wurde und verschiedenen anderen Universitäten. Das gibt es schon seit, glaube ich, 25, 30 Jahren an MIT, aber es läuft wirklich sehr, sehr gut. Ganz kurz zu unserem Staff. Wir haben im Moment 9 Leute, die meisten sind part-time. Ja, ich bin auch nur part-time im eigenen Labor. Und es sind eben verschiedene Graduate- und Undergraduate-Studenten, verschiedene Software-Engineers, Designer und so weiter. Aber wir arbeiten auch sehr viel mit Kooperationen außerhalb, mit Contractern zusammen, und ich werde kurz noch später drauf kommen. Ja. Hier sehen Sie nur den Zusammenhang, wie Forschung und Lehre in den verschiedenen Bereichen zusammenspielt, und im Zentrum stehen eigentlich wirklich die Forschungsgruppen, die Bezüge haben, eben durch den Einbezug der Faculty, Einbezug in Undergraduate und Graduate-Programme und so weiter. Darüber gäbe es natürlich sehr viel mehr zu erzählen, das nur in der Kürze hier. HyperStudio hat so einige Grundsätze, die für uns sehr wichtig sind, dass nämlich die Notwendigkeiten und die Erfordernisse für die Endbenutzer eigentlich das Ziel sind, warum wir überhaupt Projekte entwickeln. Ja, es kommen sehr viele, wenn wir mit Faculty zusammenarbeiten, kommen sie zu uns und sagen, ja, ich möchte da irgendwas machen. Ich kann mir vorstellen, so eine Webseite, die dies und dies macht, ein Tool, das und das darstellt. Wir sagen, okay, erstmal, warum willst du das überhaupt machen? Ja, also was ist der Grund, was du im Moment nicht machen kannst, ja, und was man nur mit digitalen Tools machen kann? Und das sind so die Eingangs-, das ist eine sehr einfache Frage, aber die eigentlich eine sehr interessante Diskussion dann hervorruft, wo wir genau versuchen wollen, also was sind eigentlich die genauen Notwendigkeiten, warum jemand ein neues Projekt entwickelt will und so weiter. Und das hat dann zur Konsequenz, dass wir auf dem Prinzip von Co-Design
arbeiten, nämlich sehr eng im Team haben, die Professoren, die Faculty, Studenten, andere Partner. Wir sind im Team, zum Beispiel für Annotation Studio, haben wir alle zwei Wochen ein Treffen intern, wo alle Leute, die Annotation Studio an MIT verwenden, zusammenkommen, über Erfahrungen sprechen, wo die Programmierer dabei sind, die Grad-Studenten, und wo wir dann sehen, okay, was funktioniert nicht. Und es kann also von Curriculum-Integration über UI-Design, aber auch Assessment und so weiter reichen. Also es werden die ganzen Fragestellungen immer mit im Team diskutiert, und es ist sehr wichtig, dass alle eigentlich im Team dabei sind. Ja. Und ich habe schon erwähnt, die Lernenden spielen eine sehr wichtige Rolle, ja, in diesem Ganzen, weil wir machen das ja auch sehr viel. Also wenn wir über Educational-Projekte reden, wir sehen sie als Novice Scholars, und über diesen Weg ist eigentlich der Übergang von reinen Projekten für die Forschung und für die Lehre ist eigentlich kein großer Übergang mehr, sondern wenn wir das praktisch wie als zwei Seiten der gleichen Medaille betrachten. Und das hat natürlich auch Konsequenzen. Ja, es geht nicht nur so, dass wir Tools entwickeln, sondern sie haben natürlich auch Auswirkungen auf die Art, wie, welche Methoden, welche andere Lernkonzepte und Lehrkonzepte entwickelt werden. Und da sind wir auch sehr stark involviert. Eben, wir arbeiten mit einigen Assessment Researchern zusammen, ja, um genau zu sehen, wie Studierende lernen mit diesen Tools, welche Auswirkungen das hat. Aber es soll auch zu größeren Transparenz für die Lehrenden und für die Lernenden beitragen. Also wir machen das nicht nur so, wir analysieren nicht nur für die Lehrenden, sondern es wird transparent eben auch für die Lernenden, das heißt über verschiedene Visualisierungen und so weiter. Ich kann nicht weiter darauf eingehen, aber wir haben sehr, sehr interessante Visualisierungen, wie Studenten mit Annotationen in Annotation Studio umgehen, welche Prozesse sie durchlaufen, um zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. So ein Aufbau hat natürlich auch bestimmte Herausforderungen, bietet aber auch Möglichkeiten. Natürlich, bei amerikanischen Instituten ist das immer an oberster Stelle, die Finanzierung. Ja, also ein Großteil meines Jobs ist eben, neue Gelder einzutreiben. Wir werden nicht von MIT finanziert. Forschung an MIT ist immer über Drittmittel finanziert. Und das ist natürlich in den Geisteswissenschaften nicht so einfach, vor allen Dingen, wenn man in Geisteswissenschaften an MIT, einer technischen Institution, ist. Und es geht natürlich auch darum, dass wir ganz unterschiedliche Anforderungen haben, die zum Teil mit dem Geld zusammenhängen, die zum Teil mit Laufzeiten von Projekten zusammenhängen, aber auch mit Terminen und Abschlussprojekten. Ja. Man muss sehr viel flexibler mit den Ressourcen umgehen können. Das heißt, man muss in sehr kurzer Zeit zum Beispiel entwickeln können, und man kann nicht über einen längeren Zeitraum die eigenen Mitarbeiter so heranbilden, damit wir immer diese Ressourcen zur Verfügung haben. Also von daher braucht man bestimmte Flexibilität. Man braucht natürlich ein Core-Team, das ist sehr wichtig, die auch die Expertise und so weiter weiterführt, aber eben es geht darum auch, dass man ausweiten kann. Etwas, was sich als interessantes Problem, was wir so eigentlich noch nie gehabt haben, was sich herausgestellt hat, ist das Problem auf der einen Seite Innovation, aber gleichzeitig Dienstleistung. Ja, zum Beispiel, ich erwähne nochmal Annotation Studio, bevor Sie es überhaupt gesehen haben, ist ein Projekt, was sehr erfolgreich geworden ist. Es gibt im Moment ca. 3000 registrierte Benutzer überall, in den USA, aber auch international. Und plötzlich sind wir in die Rolle eines Dienstleisters gerutscht, wo Anfragen kommen, wie funktioniert das, wie können wir denen helfen, das zu integrieren. Das ist natürlich Teil dieser Entwicklung, aber gleichzeitig müssen wir natürlich die Innovation weiterentwickeln. Ja? Also da ist ein Spannungsfeld, was wir
kurzfristig gelöst haben, indem wir eine halbe Stelle eingestellt, eine halbe Stelle geschaffen haben für eine Person, die genau diesen Outreach macht. Ja, ob das eine längerfristige Lösung ist, ist was anderes, weil ein universitäres Forschungsinstitut ist natürlich kein Dienstleister. Ja. Da würde auch MIT sagen, nee, da habt ihr bei uns nichts verloren, wenn ihr sowas machen wollt. Ja. Wir denken an eine Ausgründung und so weiter. Ja. Also das sind alles Fragestellungen, die sich natürlich dann mit dem Erfolg einstellen. Irgendwie, man sagt immer, it's a good question to have, aber es bedeutet natürlich auch, wie kann man die ursprüngliche Aufgabenstellung und die Idee eines Forschungsinstituts noch erhalten. Es ist natürlich Teil des akademischen Lehr- und Forschungsbetriebs, was sehr wichtig ist, eben, ich habe schon gesagt, über diese ganzen Rückmeldungen, Feedback und natürlich auch die Idee des Co-Designs. Alle unsere Software der neueren Art ist Open Source. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil wir auf der einen Seite natürlich Open Source Tools verwenden. Es ist nicht immer angebracht, dass wir immer alles selber entwickeln müssen. Es ist sehr viel vorhanden. Man kann sehr viel umändern. Manchmal muss man natürlich selber entwickeln. Und wenn man das macht, bitte zurück in die Community. Das ist sehr, sehr wichtig, dass andere davon profitieren können. Es gibt einige Möglichkeiten, wie solche Sachen geteilt werden können. Natürlich ganz klar über GitHub, aber es gibt Bamboo Dirt, wo verschiedene Tools und die Open Source sind, aber auch nicht nur Open Source Tools verteilt werden können. Verschiedene Open Knowledge Foundation, von denen wir zum Beispiel den Annotator verwenden und so weiter. Was auch wichtig ist, dass die Projekte, haben wir auch öfters gemerkt, die wir entwickeln für einen ganz bestimmten Bereich, eben plötzlich dann für andere Bereiche auch verwendet werden können, für die sie ursprünglich eigentlich gar nicht gedacht waren. Also ich habe das schon kurz erwähnt, Projekte, die wir zum Beispiel für den Bildungsbereich entwickelt haben, werden plötzlich auch für ganz andere Forschungsbereiche relevant. Ganz kurz, Dirk hat mich auch darum gebeten, so ein bisschen auch über die Infrastruktur zu reden, wie wir das machen. Ja, wir haben auf der einen Seite Platform as a Service Webhosting. Ja, wir haben früher alles bei uns selber gemacht. Wir haben gesagt, okay, wir können uns nicht mehr um die Infrastruktur alleine kümmern. Wir haben einfach nicht mehr die Ressourcen dazu. Verschiedene Webhosting-Services, Heroku zum Beispiel, erlaubt sehr viel schnelleres Deployment von neuen Technologien. Man kann sehr schnell einen neuen Instance einrichten, in dem andere Kooperationspartner mit dabei sein können. Man kann sehr schnell andere neue Funktionen einbauen. Also das erlaubt uns, ja, uns sehr viel stärker auf die eigentliche Arbeit zu konzentrieren, ja, und dadurch Ressourcen in dem Bereich einzusetzen und nicht mehr nur um an die Infrastruktur zu denken. Man muss auch dazu sagen, wir haben keinerlei Unterstützung von MIT, IT-Infrastructure, außer dass wir einen Internetanschluss haben, aber das MIT ist nicht so aufgebaut, dass es da Unterstützung gibt für keine der Forschungsgruppen. Open Source ist natürlich sehr wichtig, ich habe das kurz erwähnt, wir verwenden sehr viel Open Source Tools, aber viele unserer neueren eigenen Entwicklungen sind eben auch Open Source. Aber es gibt natürlich auch wiederum eine Erfolgsfrage, wenn diese Open Source Projekte dann erfolgreich werden, dann steigt der Aufwand für die Community Support. Weil ohne dieses zu machen, ja, ist natürlich ein größeres Open-Source-Projekt längerfristig nicht hilfreich. Wie kann man neue Programmierer mit einbinden und so weiter. An was wir jetzt neu auch arbeiten, sind eben sehr viel stärker die Daten, die wir entwickeln haben, zum Beispiel, ich werde kurz ein Beispiel zeigen, von dem Comédie Française-Projekt, dass wir sehr viel stärker jetzt auf APIs Wert legen und die versuchen sehr dynamisch und flexibel zu gestalten. Wir haben festgestellt, dass bei diesen Projekten, zum Beispiel Comédie Française ist ein Projekt, was jetzt seit 6 Jahren läuft, das entwickelt sich über die Zeit. Die ursprüngliche
Idee hat sich sehr viel verstärkt und erweitert durch neue Kooperationspartner, durch veränderte Technologien. Ein sehr wichtiger Aspekt ist zum Beispiel Datenvisualisierung. Aber es kommen immer auf der einen Seite neue Visualisierungstools auf den Markt. Auf der anderen Seite verändern sich natürlich auch und man lernt, mit neuen Visualisierungstools umzugehen. Und wie können wir ein Projekt zum Beispiel sehr viel dynamischer halten, als indem wir sagen, wir entwickeln alle Tools, das ist ein geschlossenes System, auf das könnt ihr zugreifen, aber sonst darüber hinaus nichts. Wir versuchen jetzt alle unsere Projekte offen zu machen, dass Daten, das hat natürlich bestimmte Privacy-Aspekte, die man natürlich beachten muss, aber wir versuchen alle unsere Daten so offen zu machen über verschiedene APIs, dass andere darauf zugreifen können, mitarbeiten können, dass praktisch diese Projekte eine andere Nachhaltigkeit auch bekommen, als wenn sie nur als geschlossenes Projekt zur Verfügung stehen. Und dann natürlich eben diese ganze Idee von Open Source und so weiter ist natürlich, ergänzt natürlich die eigene Kapazität, wenn wir dann verschiedene Pull-Request-Anfragen haben und so weiter und das in den Master Branch mit einbauen können, dann ist das, zeigt das natürlich sehr schön. Es gibt für Annotation Studio haben wir einige Kooperationspartner in dem Bereich. Was sich auch als sehr gut erwiesen hat, indem wir mit Outside Partners zusammenarbeiten, ist eine sogenannte Pair Programming Methodology, wo wir von außen Leute, Programmierer reinbringen, die in ganz bestimmten Bereichen sehr gut sind, wo wir sagen, okay, wir brauchen eigentlich diese Skills, die diese Outside Partners haben, wir bringen sie herein. Und was dann passiert ist, sie sitzen dann mit unseren Programmierern am Tisch und sie wechseln sich dann ab in der Programmierung. Was den Effekt hat, dass sehr viel schneller, in kürzerer Zeit neue Funktionen programmiert werden, die in unser System mit einpassen. Das ist nicht von außen, es gibt also den ganzen Austausch. Aber gleichzeitig fördert es natürlich dann die Skills der eigenen Mitarbeiter, die dadurch dann sehr viel besser werden. Und wie gesagt, das ist eine sehr einfache und gute Möglichkeit, Kapazitäten auszubauen. Okay, ich habe noch ungefähr 10 Minuten, glaube ich. Ja, ganz kurz eben auf 3 Projekte möchte ich eingehen. Das eine ist Annotation Studio, original Multimedia Annotation for Education und Research. Und der Research Component ist in letzter Zeit dazugekommen. Jetzt muss ich gerade schauen, ob ich umschalten kann. Annotation Studio ist vor 4, 5 Jahren, glaube ich, als erste Idee entstanden. Und es war die Idee, dass es ein sehr einfaches Tool sein sollte für Studierende den Aspekt des Close Reading. Ja, wir haben gestern von Herrn Thaler Close Reading, Distant Reading und so weiter gehört. Ja, das ist ein Fokus auf Close Reading, weil es geht ja nicht weg, Close Reading, aber wir haben eben jetzt Gott sei Dank auch Distant Reading zusammen. Und wir können uns dann überlegen, wie man solche Tools zum Beispiel auch verbinden kann mit Aspekten von Distant Reading. Hier haben wir uns eben auf Close Reading fokussiert unter der Maßgabe Annotations zu machen, Marginalien, uralte Praxis, jeder kennt das, wir müssen eigentlich gar nicht Neues dazu denken, aber natürlich stellt sich die Frage, was passiert, wenn eine Tätigkeit, die zumindest in den letzten 200 Jahren zu einer privaten Tätigkeit wurde, nämlich in die Rändern von Büchern zu schreiben, um mit sich und der eigenen Leseerfahrung eine Kommunikation aufzubauen, auch über verschiedene Zeiten hinweg. Wie kann man sowas überführen in einen digitalen, in eine digitale Umgebung, wo wir aber gleichzeitig auch die ganzen sozialen und Sharing-Aspekte haben? Was bedeutet das? Wie können wir damit umgehen? Und so weiter. Wie Dirk in der Einführung gesagt hat, für uns ist es sehr wichtig, dass wir, schaue ich mal, genau, das ist jetzt Annotation Studio Live und es ist natürlich immer riskant, wenn man etwas live demonstriert, aber ich bin eigentlich relativ zuversichtlich. Ist ein Artikel, den ich in meinem Digital Humanities Kurs immer sehr gerne am Anfang verwende, As We May Think, von Vannevar Bush. Ich glaube, den kennen wahrscheinlich sehr viele. Und das ist natürlich einer der zentralen Texte, der
visionär eigentlich ein Problem angegangen hat, was zum Teil heute gelöst ist, aber zum Teil natürlich immer noch visionär geblieben ist. Und die Aufgabenstellung für die Studenten ist dann zu eruieren, welche dieser Teile, die Vannevar Bush erwähnt, sind realistisch umgesetzt worden, in welcher Art, in ihrer Vollständigkeit, wie Bush sie erwähnt hat, oder was fehlt noch, ja? was ist nicht vorhanden. Und sie machen das eben über verschiedene Annotationen. Und man kann hier zum Beispiel eine Annotation, die habe ich nur als Eingangsannotation gemacht, aber es ist sehr, sehr einfach. Und wer den Annotator kennt, sieht das natürlich wieder, erkennt das wieder. Man kann sehr einfach etwas einbauen hier. Ja, man kann für sich privat eine Frage stellen, man kann unterschiedliche Tags einfügen, ja, und wir haben gestern auch in einzelnen Gesprächen darüber gesprochen, es gibt zum Beispiel verschiedene Ontologien, die man als Tag-Sets einbauen kann, das heißt etablierte Tags, im Moment sind die Tags frei, aber man kann auch eben verschiedene Tag-Sets einbauen, Annotationen können geteilt werden mit allen anderen, sie können privat bleiben, also man kann dadurch durch einen Prozess durchgehen und man kann natürlich auch sehr viele andere Medien mit einbinden, man kann Links machen, man kann Videos mit einbauen, man kann HTML-Code mit einbauen und so weiter. Was dann passiert, und ich gehe einfach nur mal runter, Sie sehen hier, dass man kann die Annotation auf verschiedene Art und Weise filtern. Je nachdem, wie viele Annotationen gemacht werden, werden die Bereiche etwas dunkler, und wenn man dann zum Beispiel über verschiedene Annotationen geht, dann sieht man, wie Studenten diskutieren über einen einzelnen Bereich. Und es ist sehr interessant zu sehen, dass es gibt unterschiedliche Ansätze. Manche Studenten nehmen zuerst, wollen einen ganz reinen Artikel haben, der keinerlei Annotationen enthält. Sie wollen ihre eigenen Gedanken machen. Andere Studenten gehen ganz anders vor. Sie wollen zum Beispiel inspiriert werden durch die anderen, wollen reagieren auf die anderen. Also es unterstützt ganz unterschiedliche Lernertypen. Und es ist sehr interessant zu sehen, weil wir haben in Fremdsprachenunterricht haben wir mit diesem Tool gearbeitet, in Anthropologie und Geschichte und so weiter. Es ist sehr interessant auch zu beobachten, und wir arbeiten gerade daran, wie wir auch diesen Prozess visualisieren können, wie Studenten durch diese unterschiedlichen Projekte, durch diese Texte durchgehen, über welche Schritte sie annotieren und so weiter. Es gäbe noch sehr viel mehr dazu zu sagen, aber es ist auch natürlich die Frage, wie können wir so ein Projekt, das eigentlich einen sehr tiefen Einstieg in einen Text erlaubt, wie können wir das auch zum Beispiel verbinden mit anderen? Das ist zum Beispiel ein Public Humanities Projekt, wo Annotation Studio als Teil eines größeren Projekts ein Haus eines früheren Bürgermeisters von Boston, was jetzt eben als Haus zur Verfügung gestellt werden soll, renoviert wird und so weiter und als Museum geöffnet werden soll, wo Studierende Materialien gesammelt haben, die als dann dazu beigetragen haben, dieses Haus als Museum zu öffnen. Aber es gibt auch die andere Möglichkeit, Annotation Studio zu verbinden mit etablierten Libraries, Digital Libraries und mit anderen Tools. Und da arbeiten wir gerade sehr intensiv daran. Das ist ein Beispiel von der Hofstra University, Melville Electronic Library. Sie haben ein Tool entwickelt, das heißt TextLab, wo man verschiedene Editionspraktiken von Melville selbst beim Schreiben als verschiedene es gibt verschiedene Interpretationen, wie und in welchem Rahmen und in welchem Ablauf Melville zum Beispiel Änderungen am eigenen Text vorgeschlagen hat. Das ist jetzt ein Screenshot aus TextLab, wo man sieht, wie zum Beispiel hier dann ein bestimmter Bereich, ja, der mehrere Streichungen erhält, dann auf der rechten Seite interpretiert werden kann, wie dann hier verschiedene Sequenzen aufgebaut werden können, ja, wie man sich vorstellt, wie der Ablauf war.
Und natürlich dann können das verschiedene Sequenzen sein, die auch miteinander verglichen werden können. Das sind die Editorial Stories. Das ist ein sehr interessantes Projekt, das auch versucht natürlich jetzt Annotation Studio mit einzubauen, praktisch als non-specific, non-scientific layer, wie man auf die gleichen Materialien zugreifen kann, aber mit einem sehr viel einfacheren Interface, was eigentlich nicht den scholarly Apparat braucht, aber wie man trotzdem dieses aufbrechen kann für eine sehr viel größere Zielgruppe. Ja, und Sie sehen hier Annotation Studio als Hintergrund und dann Zugriff auf die Melville Electronic Library. Ganz kurz, das Comédie Française Registers Projekt ist auch ein Projekt, habe ich schon erwähnt, läuft seit ungefähr 6 Jahren. Ist eine Kooperation eben mit der Comédie Française. Es greift auf die Ticket Sales Records, das sind die, jetzt muss ich mir überlegen, wie das auf Deutsch heißt, es sind große Folianten, in denen seit 1680 bei der Comédie Française als Truppe des Königs mussten sie genaue Buchführung machen über die Ticketverkäufe, über die Ausgaben und so weiter. Es gibt seit 1680 haargenaue Aufzeichnungen darüber und das ist natürlich ein enormer Schatz, um überhaupt solche Kulturdaten und Einblicke in kulturelle Produktion des 17. und 18. Jahrhunderts zu erlangen. Ja, und es ist natürlich sehr schwierig, diese Daten aufzubereiten. Sie sehen hier, wir haben dann alles mit Partnern in Frankreich digitalisiert. Im Moment 113 Jahrgänge, das sind über 30.000, glaube ich 32.000 Datensätze. Die Digitalisate sind dann rekonstruiert als Flipbooks, ja, damit man genau wie im Archiv der Comédie Française auch genauso durchgehen kann. Wir haben aber auf der anderen Seite auch verschiedene Tools gebaut. Eines dieser Tools ist zum Beispiel, wir haben mit verschiedenen OCR-Techniken experimentiert. Wir haben mit dem Computer Science und Artificial Intelligence Lab an MIT zusammengearbeitet und haben versucht, kann man nicht das über andere neuere Methoden. Wir haben gestern auch sehr schöne Beispiele gesehen, eben auch über wie Keilschriften analysiert werden können. Das ist wahrscheinlich einfacher als Keilschrift, aber nichtsdestotrotz genauso schwierig. Und wir haben dann die Lösung gewählt, dass wir einfach sehr, sehr viele Theaterhistoriker und angehende Theaterhistoriker international gebeten haben, uns bei dieser Transkribierung zu helfen. Es sind im Moment sind eigentlich fast alle 33.000 Datensätze transkribiert und Sie sehen, das Interface dafür ist verschiebbar. Oben sehen Sie dann praktisch einen Teil des Registers, der Aufzeichnung mit den genauen Ticketsverkäufen in jeder Kategorie und unten dann eben die Eingabemaske, die ist noch sehr viel länger und so weiter. Schwierigkeit bei diesem Projekt ist, dass es zum Beispiel die Comédie Française in verschiedenen Theatern gearbeitet hat. Die Kategorien sind nicht immer gleich, die Aufzeichnungen sind nicht gleich. Dadurch, es wird also sehr viel schwieriger, zum Beispiel Visualisierungen zu erstellen, die über den gesamten Zeitraum hinweggehen. Und diese Daten sind eben jetzt auch offen, so offen und nur für diejenigen, die es wirklich interessiert. Das ist das API ist natürlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht, aber man kann eben so über diese ganzen verteilten Ansätze auf diese Materialien und diese Daten zugreifen. Das letzte Projekt war unser erstes Mobile-Projekt, ArtBot. Und das ist ein Art-Discovery-Projekt. Es ist kein Suchprojekt für kulturelle Events in Boston, sondern es ist wirklich ein Discovery, das über verschiedene Profilbildung geht. Aber was natürlich sehr interessant ist, dass eben zwei meiner Graduate-Studenten sehr interessante Ansätze gefunden haben, nämlich über Data Scraping eine Event-Page automatisch zu lesen, zu analysieren über Named Entity Recognition und Entity Linking
und so weiter, das zusammenzubringen und so ein vollständiges System zu bauen. Und das ist, wie gesagt, ist jetzt eines der Projekte, was jetzt von einer kommerziellen Firma übernommen wird, weil wir können natürlich das nicht ausbauen auf andere Städte und so weiter. Also ich will versuchen, nochmal mit der Frage zu schließen und das vielleicht dann gleich ein Anschluss an die Diskussion, eben über diese ganzen Ideen der Ausweitung von Zielgruppen, wie wir etwas offener machen, können wir dadurch auch die berühmte Frage, sind die Geisteswissenschaften noch relevant, können wir dadurch eben eine größere Relevanz und Wichtigkeit auch für die Geisteswissenschaften erreichen. Okay, Dankeschön.